Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen den Kolosseum gewidmet, der Anfängerklasse. Und ja, jetzt stehen wir wieder vor unserer Lieblingsstadt, nämlich unserer Stadt. Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei aufgefallen ist, aber mein Galt ist doch schon ein bisschen hoch. Das liegt daran, weil ich in Heimdall war, in diesem Torrentwald. Und dort ein bisschen gekämpft habe und hier und da habe ich auch mal so einen Golddrachen gefunden, der 16.000 Gold geben, wenn man eine blaue sehr viel rausgerüstet hat und das habe ich so von ausgenutzt, um ein bisschen Geld zu sparen, dass wir wieder hier reinpumpen können. Ich hoffe wirklich, da bleibt noch irgendwas übrig. Ich sehe, da kommen, die wollen verdammt viel Geld haben wieder, ne? In der Stadt komme ich mir irgendwie wie ein Tales of Xillia hineinversetzt. Man ja auch Schulden abgleichen muss. Spoiler. Das Spiel dreht sich darum, dass man Schulden abbezahlen muss. Wenn ich direkt ein Spoiler, das ist irgendwie. Keine Ahnung, wird dann sofort gesagt, mehr oder weniger. So. Dann gehen wir wieder raus. Und wieder rein. Wow. Ja, langsam wird das hier richtig gut Form an. Oh, was ist denn? Wir haben wegen Umbau geschlossen, wir bitten um etwas Geduld. Da wird doch bestimmt irgendwann kommen, irgendwann. Ah, statt dabei verlegen, was weiß ich nicht, dieses kleine Kerlchen. Okay. Ach, jetzt wieder der Waffenshop. Vielleicht gibt es auch irgendwann bessere Sachen hier zu kaufen. Das wäre richtig gut. Und 40.000? Sieht schon mal DX. Sind das die so Witzwaffen oder so? Warte, der ist sogar stärker als das, was wir haben. Und das auch. Ja, okay, ein Angriffskauf wahrscheinlich, ne? Tamburin. Ach, das ist ein Tamburin. Okay. Habe ich mir mal schon seit Dragon Ball irgendwie so gedacht, weil die ganzen Dämonen von Piccolo, die waren doch irgendwie so nach Instrumenten benannt. Und ich wüsste echt nicht, was ein Tamburin ist. Der Erhalt dieser mächtigen Waffe ist ultimative Auszeichnung. Weiß ich nicht. Ey, den hat man auch in Tales of Terabithia. Da konntest du mit einem verdammten Besen auch kämpfen. So, gibt's hier irgendwie irgendwelche mächtigen Sachen? Oh mein. Du alles herstellen kannst, geil. Okay. Offenkundig kommt da noch mehr. Ich würde gerne richtig geile Waffen hier kaufen können, aber glaube ich irgendwie nicht, dass man die Chance dazu bekommt. Ich glaube, mich hat die einen so überpowered in den letzten Kampf reinlassen. Ist ja voll unfair. Ha. Was mit dir? Verleck mich. Boah, jetzt bist du ja voll im Abtreiben, ne? Wenn du gleich wieder Geld willst, dann haben wir gleich ein Problem. Ja. Und dann kommt mir halt auch ein bisschen zweiten Teil bekannt vor. Ah, kommt da meine Bronzestatue hin? Ich wusste es. Ja. Ich will mich wieder wieder dieses Frösteln. Was? Ah ja, du mit dem kleinen Tempel. Na gut. Weiß nicht. Gehen wir wieder raus, wieder rein. Du! Oh, ich habe auf dich gewartet, Lloyd. Du, Alfred. Hey, du kennst meinen Namen. Das ist jetzt unwichtig. Du hast uns reingelegt. Hey, es ist doch nicht meine Schuld, wenn du den Vertrag nicht überprüfst. Das stimmt, man muss sich an Verträge halten. Wie, auf welcher Seite stehst du eigentlich?
Okay, also gut, dann lass uns Folgendes machen. Lass uns einen neuen Vertrag aufsetzen. Kommt mit mir auf ein Abenteuer, bei dem wir die 7 Weltmeere überqueren. Wovon zum Geier redest du überhaupt? Ich suche nach dem legendären Schatz der Spiritur. Wenn ihr mir dabei helft, ihn zu finden, schenke ich euch das Boot. Okay. Bist du sicher, Leute? Leg ich doch wieder rein. Zwergenregel 18. Es ist besser, getäuscht zu werden, als selbst zu täuschen. Ich werde ihm vertrauen. Also gut, dann lass uns einen Vertrag aufsetzen. Nicht schon wieder. Dieses Mal sehe ich mir den Vertrag ebenfalls an. Ich sehe nichts Verdächtiges. Okay, dann kann ich ihn unterschreiben. Alles klar, jetzt haben wir es schriftlich. Leiden los, Mannschaft. Was redest du denn da? Wovon schon? Von nun an seid ihr meine Schiffsmannschaft. Was? Wir sollen doch nur bei der Suche nach einem Schatz helfen. Ihr seid echt total Amateure. Lest euch den Vertrag noch mal genau durch. Hey, dieser Vertrag ist ein Bewerbungsformular für Piraten. Das ist unmöglich. Das war leichtsinnig. Da muss Kohlepapier im Spiel gewesen sein. Leute hat auf der zweiten Seite unterschrieben, dass er Pirat werden möchte. Haha, damit ist unser Vertrag versiegelt. Besiegelt. Also Mannschaft, zieht euch eure neuen Klamotten an. Was? Was zum... Warum gerade ich? Tut mir leid, aber meine Finanzen sind beschränkt. Wieder nicht. Gib dir doch die ganze Zeit wie blöd Geld. Du repräsentierst uns alle als Pirat. Was, hast du ein Problem? Weißt du, das Outfit ist gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt aber. Ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen, Leute. Leutes Geschmack, was Kleidung angeht, ist absolut furchtbar. Der Wellenbrecher. Alles klar, beginnt gleich mit der Suche. Wo soll diese Suche beginnen? Boschon stellt alles auf den Kopf, das mit der Kirche von Mattel zu tun hat. Ich erwarte euch in Hima. Du willst uns die ganze Arbeit machen? Auf zu jammern, mein Boot wurde kürzlich beim Erdbeben beschädigt. Also hört zu, wenn ihr irgendwelche Hinweise findet, kommt nach Hima. Mist, also gut, wir werden nach Hinweisen suchen. Dann prüfen wir mal die Häuser des Heils. Einverstanden, Leute? Ja, mehr können wir wohl nicht machen. Okay, das war eine Ansage. Damit kann ich leben. Also mit so einer einfachen Richtungsweisung, ja, da musst du als nächstes hin. Damit komme ich klar. Der Ozean, der Menschheit erste Grenze, Ziel für jemanden, der es mehr liebt. Boah, geil. Wer ist aber mit Schwertmeister hier? Oder Schwertdämon? Schwertdämon. Ja. Ist ja echt schon ein Schwertdämon die ganze Zeit. Hey, warte mal. Zum Meister. Ich dachte irgendwie, hat den Titel so aus dem Ärmel gezogen. So, am besten wäre jetzt, wenn ich mal hier rausgehe und wieder reinkomme und das mit dem Bezahlen ist der Schwindler erledigt. Vertrag. Erinnert euch noch, wie wir die Welt gerettet haben vor ein paar. Wow, sieht aber immer noch nicht fertig aus. Wie ist immer noch nicht fertig? Setz das Ding offen. Hey. Volksmeldung. Ja, geil. Also habe ich dir jetzt eigentlich Geld reingedrückt, nur um zu erfahren, dass ich schon alles erkundet habe. Geil. So, hey, wie, du willst immer noch Geld. Hm. 5000 nur noch? Okay. Okay, das war wenig. Finde ich gut. So, dann. Weiß ich nicht, ist Alfred schon wieder hier aufgetaucht oder irgendwo der anders? Ich glaube ja nicht.
was er da verstanden. So, wenn ich die Gründe bekomme, mich ein Frösteln, wenn ich irgendwo hochkletter. Ja. So ein Mann oder eine Frau, ich weiß aber bis jetzt immer noch nicht. Das ist einfach eine alte Person, die irgendwie die ganze Zeit irgendwo hochklettern will, ne? Haben wir es? Okay. Ja, langsam erkenne ich es doch wieder. So sah es im zweiten Teil aus. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal raus und nochmal rein. Und dann ist alles erledigt, oder? Oder? Aber man muss sich erst so wenig und dann so viel und dann auf einmal 5000 nur noch reinballern. Also bitte sag mir erst, dass das war. Was? Hey, willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Dann gehe ich nochmal raus. Können jetzt nicht nur immer 5000 reinballern. Wahrscheinlich verpasse ich hier die ganze Zeit was. Ich müsste wahrscheinlich immer mit jedem hier reden. Und jetzt mich auf den. Boah. Da erinnert sich doch wahrscheinlich jetzt jedes Mal irgendwie was, wenn ich hier was rein bezahle. Und ich verpasse jetzt alles, ne? Egal. Hey, geil! Ah, alle sind da. Sehen nur, wie weit es in Luin schon gebracht hat. Wie weit es in Luin schon gebracht hat. Okay. Ich bin begeistert, Pietro. Überhaupt nicht. Das ist euer Verdienst. Der Bürgermeister sagte, dass er euch persönlich danken wollte. Sollen wir? Ja. Dies sind die Helden, denen wir den Aufschwung unserer Stadt zu verdanken haben. Ich habe alle hierher gebeten, weil wir uns erkenntlich zeigen wollten. Ach, das ist doch nicht nötig. Nein, aber wir wollen es. Bitte? Wir haben darüber gesprochen und sind alle einverstanden. Wir würden einen aus der Gruppe gerne zum Ehrenbürgermeister von Luin erklären. Wir können euch leider noch kein Geld geben. Also dachten wir, dass es das Mindeste wäre, euch eine Ehre anzubieten, die unsere Wertschätzung ausdrückt. Bitte? In Ordnung, natürlich. Auszeichnen. Wer soll Ehrenbürgermeister sein? Ja, super. Ihr könnt sagen, wir Dennis, Reigns die Krize, es soll China sein, im Zellos, bisher ist besonnen. Regal ist ein Anführer. Da ich ja den zweiten Teil kenne, gehe ich nach der Ken-Wahl. Ich nehme mal an, der Bürgermeister bekommt auch eine Statue. Deswegen nehme ich mal an Lloyd. Schätze ich, wenn ihr es mir zutraut. Dann also Herr Irving. Danke. Puh, meine Arbeit hier ist erledigt. Ich sollte weiterziehen. Pietro? Aber wieso? Wir werden dich sehr vermissen. Ihr seid alle sehr freundlich. Luin geht's wieder gut, aber es gibt noch viele andere Menschen, die auch auf Hilfe warten. Ich will gehen und tun, was ich kann. Und Sophia will sich mir anschließen. Ich werde ja also nicht allein sein. In Ordnung, aber wenn ihr schon gehen müsst, lasst uns wenigstens bei eurem nächsten Unterfangen helfen. Ha, ich werde darauf zurückkommen. Und vielen Dank. Lass uns wissen, wenn wir irgendwas tun können. Ich werde mich melden. Viel Glück auf unsere beide. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Upsala. Oh. Oh, Rain Sarge. Die weise Lehrerin hat die Herzen der Menschen stets erwärmt. Okay. Okay, es war... Hat hier jeder irgendwie eine Statue oder was? Dann war der doch ein bisschen... Egal. Egal, Leute, ist der Bürgermeister hier. Ich hätte mich auch gern zu Wort gemeldet. Die hätte durch für mich bei mir hier eine riesige Statue bauen können. Aber was soll's, ich bin ja nicht kleinlich, was es so was hier angeht. Oh, jetzt warte mal. Da ist Lloyd. Der Held Lloyd Irving, der sich dem Wiederaufbau der Stadt gewidmet hat. Ja. Verbeugen oder nicht verbeugen? Ja. Lass das mal so in den Raum stehen. Okay. Gibt's im Waffenshop jetzt geile Sachen zu kaufen? Ich könnte da zwei Dinger kaufen sogar. Ist auch nichts Geiles.
So, einige Sachen sind ja schon stärker. Wir kaufen mal das hier und Quietschhammer DX. Ja, ne, warte mal. Ja, ne, ich kann doch hier nachgucken, ich Idiot. Ja, was? Was? Ist ja richtig geil. Ist ja richtig geil, wenn die Erzwaffen auch noch stärker sind. Bams. Ja, klar, natürlich. Erzeugt ein lustiges Quietschgeräusch, wenn er jemanden trifft. Sehr gut. Wo ist das hier? Glory. Die sieht sogar nicht so bescheuert aus. Ja, okay, Verteidigung ist jetzt weniger, aber egal. Aber dafür irgendwie alles andere hoch. Hallo? Ich kann es echt nicht erwarten, bis ich die Waffe im Kampf sehe. Aber mach mal Regal auch mal rein. So, hey, da ist auch noch eine Statue von China. China Fujibayashi, eine Heldin, die die Bewohner von den Designs gerettet hat. Wir haben jetzt aber nur drei. Was? Oh, 16 Minuten, war. Ja, mehr gibt es im Moment nicht zu erledigen, ne? Ja gut, aber wir haben ja noch einige Ziele. Ich frage mich, woran das liegt, welche Charaktere hier eine Statue bekommen, welche nicht. Geld 8000, okay. Auch mal hier habe ich ein paar Gegner erkundet. Keine Ahnung wieso. Hier oben ist der echte Bürgermeister, ne? Habt ihr die Statuen gesehen? Vielleicht sind sie euch ein wenig peinlich, aber wir sollten unsere Danke in ihrer Form ausdrücken, die gesehen und bewundert werden kann. Aber wie kamst du dieser Charakterauswahl? Naja. Okay, wir haben ja jetzt ein klares Ziel vor Augen. Wir müssen die Häuser des Heils hier suchen. Informationen über die Kirche von Mattel finden. Ist ja auch mal was. Dann gehen wir mal zum ersten Haus des Heils. Gehen wir alle nacheinander ab. Warte mal. Immer von vorne. Dann soll man nach Hima gehen, wenn wir Informationen haben. Turm des Heils, Haus des Heils. Und so war da am Ende des gelben Weges. Upsala, da lang gleich. So, am Anfang des gelben Weges von Ost hier. Kein Ding. Ah, Palmacosta. da. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Bin ich aber gut, dass wir noch über so ein, zwei Nebenquests hier stolpern. Ich will jetzt was zu tun, Leute. So. Weiß nur, was ich machen muss hier. Du bist immer noch nicht auf dem neuesten Stand, oder? Wir fehlen doch bestimmt ein oder zwei Hunde, ne? Müsste, glaube ich, auch einen Titel oder irgendwie dort bekommen. Der Schatz der Spiritur. Der Ring, den Spiritur bei ihren ersten Pilgerreise getragen hat, war sehr wertvoll. Jetzt sei es erwähnt, einer der Nachkommen der sieben Jünger der Spiritur befindet sich ebenfalls auf Pilgerreise. Als Nachkomme der sieben Heiligen weiß er sicherlich, von welchem Schatz ihr sprecht. Anscheinend sucht er die Häuser des Heils auf. Vielleicht trifft ihr ihn dort hier. Ja, super. Ich bin ja im Haus des Heils. Er geht. Dann. Zum nächsten Turm des Heils, Haus des Heils. Und zwar. Ja. Gehen wir da rein.
Ein Krabbenarsch. Ich darf nicht vergessen, einige Waffen noch hier in Luin zu kaufen. Einige davon sind ja besser als das, was ich jetzt habe. Auch nicht schlecht. Hund, ich habe schon angesprochen. Ich glaube ja. Weiß ich nicht. Karamell. Karamell. Ein Nachkommen der sieben Heiligen? Ah, du meinst den hohen Priester Auguste. Als der hohe Priester Auguste ein Nachkommen der sieben Heiligen. Also ist hoher Priester einer Heiligen. Kennst du ihn etwa? Die Priester kommen während ihrer Ausbildung zu meiner Großmutter, daher. Auguste wollte den Schatz, der von Spiritor verehrt wurde, am letzten Ort seiner Pilgerreise als Opfer darbringen. Er ist auf dem Weg zum nächsten Haus des Heils. Okay, dann gehen wir. Ja, und ich mache einen Schnitt danach. Weil ich muss mal ganz dringend was trinken. Ah, gut, dann speichere ich hier. Und tue mich dann schon mal auf dem Weg zum nächsten Haus des Heils machen und dann sehen wir uns dann direkt vom nächsten aus. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.